In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man ein einfaches Schaltbild im Online-Netzwerksimulator EasyEDE berechnet und simuliert. Dazu soll mal hier diese Schaltung aus Aufgabe 54 dienen, die wir uns ja alle in den Übungen angeschaut haben. Bevor man jetzt direkt anfängt, die hier zu simulieren, ist es erstmal nicht schlecht, von Hand über eine Lösung nachzudenken, sodass man ein Gefühl für die Lösung bekommt und nachher gucken kann, ob das, was man hier simuliert, passen kann und stimmt. So, die Widerstände, die hier auftauchen, hatten alle einen Wert von 1 Ohm. Und die Quelle, die hier vorne war, hatte eine Quellspannung von 5 Volt und die Quelle auf der rechten Seite hatte eine Quellspannung von 1 Volt. Ich möchte jetzt hier nicht zeigen, wie man eine Lösung ausrechnet, sondern nur mal kurz diskutieren. Also nehmen wir mal an, wir wissen die Lösung und dann, dass man kurz eine Probe machen kann, ob diese Lösung stimmt. Wenn man das ausrechnet, kommt man darauf, dass hier 3 Ampere fließen durch diesen Widerstand. Und dass hier hinten durch diesen Widerstand 1 Ampere fließen und durch diesen Widerstand hier in der Mitte fließen dann 2 Ampere. Jetzt kann man erstmal kurz schauen, ob das die Knotensätze erfüllt. Auf diesen Knoten A hier oben fließen 3 Ampere zu und es fließen 1 Ampere und 2 Ampere ab. Das macht zusammen auch 3 Ampere, die abfließen. Also 3 Ampere zufließen und 3 Ampere abfließen, das passt. Und dann passt das hier unten auch an diesem Knoten B. Es fließen 2 Ampere und 1 Ampere auf den Knoten zu. Das sind 3 Ampere, die auf den Knoten zufließen. Und zur linken Seite fließen 3 Ampere ab. Auch das passt. Jetzt kann man sich die Spannung anschauen und kann sich überlegen, wenn 3 Ampere durch einen 1 Ohm Widerstand fließen, dann fallen über diesem Widerstand hier 3 Volt ab. Genauso fallen über diesem Widerstand mit 1 Ampere und 1 Ohm 1 Volt ab und über diesen Widerstand hier in der Mitte 2 Ampere, die durch einen 1 Ohm Widerstand fließen, dann fallen 2 Volt über diesen Widerstand ab. Dann gibt es in diesem Schaltbild zwei Maschen, zwei Unabhängige, die man einzeichnen könnte, eine auf der linken Seite, eine auf der rechten Seite. Wenn wir mal auf der linken Seite schauen, von hier oben nach hier unten sind das 5 Volt über die Quelle und wenn wir die andere Seite langlaufen, 3 Volt und 2 Volt sind zusammen auch 5 Volt. Also der Maschensatz auf dieser Seite ist erfüllt. Auf der anderen Seite, wenn wir mal von A zu B laufen, über diesem Widerstand sind das 2 Volt und wenn man hinten diesen Weg lang läuft, 1 Volt und 1 Volt sind zusammen auch 2 Volt. Also die Knotensätze, Maschensätze und Stromspannungsbeziehungen in diesem Netzwerk sind alle erfüllt und diese Lösung da, die scheint zu stimmen. Jetzt kann man da rangehen und kann das Ganze hier in dem Online-Netzwerksimulator simulieren. Dazu brauchen wir erstmal die Widerstände. Ein Widerstand 1, ein Widerstand 2. Ich mache die mal etwas weiter auseinander, sodass dann noch Ampermeter dazwischen passen. Und einen dritten Widerstand hier unten, den müssen wir jetzt noch drehen. Das geht hier oben mit Rotate. Dann brauchen wir die zwei Quellen. Eine Quelle auf diese Seite und eine andere Quelle auf die Seite hier hinten. Und jetzt braucht man noch Ampermeter, die sind etwas versteckt, die findet man hier in den Bibliotheken. Da muss man hier oben einmal nach Ampermeter suchen und suchen, dann dauert es eine Weile. Und dann findet man das Ampermeter und kann das hier platzieren. Also ein Ampermeter an diesem Widerstand, um den Strom zu messen, ein Ampermeter an diesem Widerstand und ein Ampermeter hier unten hin. Und dieses Ampermeter muss jetzt auch noch mal einmal nach rechts gedreht werden. Dann brauchen wir noch einen Masseknoten. Den packe ich mal hier unten hin, da wo auch in der anderen Schaltung alle Spannungen drauf bezogen waren. Hier unten wäre also das Potenzial 0 Volt und dann wäre hier oben eben das Potenzial 2 Volt und so weiter. Und dann platziere ich mal gleich noch einen Spannungstastkopf, mit dem wir die Spannung hier oben nachher an diesem Knoten messen können. Jetzt kann man das Ganze alles verbinden mit dem Wire-Tool. Da muss man schön aufpassen, dass hier oben jetzt an der Stelle, da wo ein Lötpunkt ist, auch so ein Lötpunkt erscheint. Wenn noch kein Lötpunkt erscheint, dann sind die Bauelemente nicht wirklich miteinander verbunden oder die Drähte. Und dann kommt was Falsches dementsprechend in der Simulation aus. So, jetzt sind alle miteinander verdrahtet. Jetzt muss man den Bauelementen, also den Widerständen und den Quellen, noch den richtigen Wert geben. Diese Quellen hier machen jetzt erstmal einen sinusförmigen Strom. Wir wollen aber einen Gleichstrom oder beziehungsweise eine Gleichspannung haben. Deshalb wird hier DC gewählt und ich mache mal die
Phasenwinkel und die Amplitude der Wechselspannung weg, sodass hier nur noch die 5 stehen bleibt. Also eine Gleichspannung mit 5 Volt. Und genau das gleiche drüben, eine Gleichspannung, den Phasenwinkel der Wechselspannung und die Amplitude der Wechselspannung weg und 1 Volt als Quellspannung. Dann sind die Widerstände alle noch 1 Kilo Ohm, die sollen aber nur 1 Ohm sein. Also muss hier mal überall das K weg. Und dann sieht die Schaltung eigentlich schon ganz gut aus. Jetzt muss das Ganze einmal abgespeichert werden. Und dann ist der Button zum Simulieren hier bei mir etwas versteckt. Und dann findet man hier unter Simulation Simulate this Project. Und das, was wir hier wählen, ist dieser letzte Reiter, eine Simulation des Gleichspannungsarbeitspunktes, des Direct Current Operating Points. Und dann geht man einmal auf Run, dann wird simuliert. Und dann sieht man hier die Ergebnisse. Also wir sehen erstmal die Spannung an diesem Spannungstastkopf sind 2 Volt. Das passt zu diesen 2 Volt, die hier über diesem Widerstand gegenüber der Masse hier unten abfallen. Dann gibt es die drei Ströme durch die Ampermeter. Die sind hier ein bisschen in der falschen Reihenfolge. Die erste steht ganz unten. Durch das erste Ampermeter fließt ein Strom von 3 Ampere. Mal schauen, durch den ersten Widerstand fließen auch 3 Ampere. Durch das zweite Ampermeter fließen 1 Ampere. Durch den zweiten Widerstand fließen 1 Ampere, das passt. Und durch das dritte Ampermeter fließen 2 Ampere, so wie hier auch durch den dritten Widerstand 2 Ampere fließen. Also das Programm hat uns jetzt genau die gleiche Lösung ausgerechnet, die wir ja auch von Hand gerade validiert haben. Also wird das wohl stimmen, was das Programm ausgerechnet hat. Und wenn man sich sicher ist, dass das jetzt so passt und denkt, dass man das verstanden hat, kann man das gerne mal auch an komplizierteren Schaltungen ausprobieren.